Ist auch schön, wenn der Part dann mittendrin zu Ende ist, wenn die Leute hier schlafen. Aua. Aber egal, ich bin noch nicht gestorben. So, schlaf. Hör auf zu beißen. Ja, ich glaube, wenn die einmal geschlafen haben, wachen die verdammt schnell wieder auf. Nein. Ich sollte erstmal versuchen, den mittleren einzuschläfern irgendwie. Nein. Schlaf. Ich sagte, du sollst schlafen. Nein. Schlaf. So, der schläft. Nein. Aua, verdammt. Ah, der schläft am leichtesten ein anscheinend. Nein. Nein. Tu das nicht. Tu das bitte nicht. Ah, der wird aber auch am schnellsten wieder wach, der Idiot da hinten. Nein. Ich bin gleich tot, Mensch. Lass das doch einfach. Ja, den schläfern wir nochmal komplett ein. Ich will, dass das komplett weg ist. Naja, egal. Ich werde mit Sicherheit gleich sterben, wenn das so weitergeht. Lass das. Na, der schläft am schnellsten ein. Den sollte man zum Schluss machen. Habe ich so das Gefühl. Ha, du Nervensäge. Lass das doch mit der Beißerei. Nicht wach werden. Ich habe gesagt, du sollst weiter schlafen. Das ist auch eine Aufgabe für Dumme, ey. Oh, lass das doch mit der Beißerei. Ich bin gleich tot. Na, der soll nochmal komplett schlafen, obwohl das, glaube ich, unnötig ist. Lass das mit der Beißerei. Manno, was habe ich euch denn getan? Na, so, schlaf fester. So, wunderbar. Hör auf zu beißen, habe ich gesagt. Zwei Köpfe hätten gereicht, ehrlich. Ich bin tot. Super, Harry Potter ist das erste Mal gestorben. Direkt bei Fluffy. Egal. Gebt mir nochmal die Schokofrösche, bitte. Also erst den mittleren, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann die anderen. Hier lang, Harry. Ja, ich komme ja, und ihr werdet mich jetzt nochmal voll labern, leider. Ach Mann. Warum kann man nicht direkt vor dem blöden Hund stehen, wenn man gestorben ist? Ich glaube, dass das Knurren von hier kam. Ja, bla bla. Wissen wir doch. Wir sollten da besser nicht reingehen. Gute Idee. Aber wir müssen Snape aufhalten. Weiter, Harry. Wir sind direkt hinter dir. Wäre das praktisch, wenn Ron und Hermine auch ein Instrument gelernt hätten. Das wäre richtig praktisch gewesen, aber nein. Ach, er schläft auch relativ schnell ein. Oh. Muss das Viech zwischendurch auch noch beißen? Oh, komm. Ach, hab das jetzt schon leichter gemacht für mich. Anscheinend ja. Das schafft doch kein Mensch. Aua. Ich hasse das. Ehrlich, ich hasse das wirklich. Das ist wirklich furchtbar. Schlaf. Nein. Na, das könnte jetzt sogar mal was werden. Könnte. Muss nicht. Schlaf, schlaf, schlaf. Schneller, schneller, schneller. Scheiße. Verdammt. Oh, ich hab's geschafft. Ich glaub's ja nicht. Ich hab's geschafft. Willst du zuerst gehen, Hermine? Nein, will ich nicht. Gut, wir sehen uns dann gleich. Hoffentlich. Endlich geht mal jemand anderer zuerst. Es ist alles in Ordnung. Die Landung war weich. Ihr könnt ruhig springen. Ja, Hermine, Ladies first, würde ich sagen, ne? Oder eher gesagt, Ladies komm second. Schon, Harry. Ja, ich komm ja. Hört mal auf, mich rumzukommandieren.
Hört doch einfach auf, mich rumzukommandieren. Ich weiß, was das ist. Das ist eine Teufelsschlinge. Das nächste Mal werde ich in Kräuterkunde besser aufpassen. Wenn es ein nächstes Mal gibt. Versuche es und geh nicht zu nah an die Tentakel ran. Nein, werde ich schon nicht. Wie ging das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ach so, ich muss die in der Mitte runterzaubern, damit ich die anderen runterzaubern kann, anscheinend. Naja, einfach mal ein Gespamme hier von Zaubern. Ist doch auch schon mal was. Also Hermine scheint ja unten zu bleiben. Finde ich gut. Dann hol Ron mal einen runter. Ich meine, hol Ron runter. Ron runter, ja. Super. Danke, Harry. Was war knapp, Harry? Hier entlang, Harry. Auch mal wieder voll falsche Story. Eigentlich müsstet ihr nach unten gezogen werden. Oh juhu, wir müssen fliegen. Du musst den Schlüssel fangen, Harry. Es ist Zeit, dein Quidditch-Wissen in die Praxis umzusetzen. Oh. Welches Wissen? Ich habe kein Quidditch-Wissen. Viel Glück, Harry. Danke. Das werde ich auch brauchen. Wo seid ihr überhaupt hier? Ihr lieben Schlüssel. Ach, du fliegst genau in die andere Richtung. Na super. Ey, hör auf, hier solche blöden Haken zu schlagen. Hör auf damit. Ich mag dich nicht, lieber Schlüssel. Na komm, komm, Harry. Ja, wir haben den Schlüssel. Und diesmal ist keine applaudierende Menge hier und du fliegst vor die Wand, Harry. Gut gemacht, Harry. Mal sehen, wo es da hingeht. Ja, wir gehen einfach weiter, egal was uns passiert. Wir könnten sterben, aber egal. Ist doch egal. Ich habe schon das Gefühl, ich werde das Spiel heute durchspielen. Ach, wir sind schon beim Schach. Das nächste Rätsel besteht aus einem riesigen Schachbrett. Ron hat es bereits betreten, um ein Spiel zu beginnen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Denn der kriegt Ärger von mir. Der hat hier nichts zu tun ohne meine Erlaubnis. Ich bin hier der Held, ja? Ich bin Harry Potter, nicht er. Speichern. Gott sei Dank. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich Fluffy besiegt habe. Oh, Ron, bist du okay? Ich habe die meisten der Figuren besiegt, aber ich bin verletzt. Jetzt musst du weitermachen, Harry. Okay. Oh. Harry, sei vorsichtig und geh den Figuren aus dem Weg. Sie bewegen sich irgendwann alle ein Feld nach vorne. Du musst die Figuren dazu bringen, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, um sicher an ihnen vorbeizugelangen. Stell dich auf das Brett, um mit dem Spiel zu beginnen, Harry. Sei bitte vorsichtig. Ja, du könntest mir ja auch helfen, liebe Hermine. Oh wei. Ja, die bekämpfen sich schon mal gegenseitig, finde ich super. Und die gehen dann auch noch beide kaputt. Ja, jetzt bekämpfen die sich noch. Will sich hier keiner bekämpfen noch? Noch nicht. Wo sollte ich denn hingehen? Ach, ich darf nur dahin? Ah, ne, ich darf auch dahin. Ja gut, ihr habt mir das Feld vorgeschlagen, dann gehe ich da auch hin. War das eine gute Idee? Bitte lass das eine gute Idee gewesen sein. Na gut, die prügeln sich. Kaputto. Ich möchte hier weg. Oh oh, ich glaube, das war keine gute Idee. Verdammt. Oh, verdammt. Das ist überhaupt keine gute Idee. Ich werde sterben. Ja. Das war wohl mein Schachmatt. Egal, dann machen wir das nochmal. We'll be right back.
gehe ich jetzt dahin und will nicht sterben. Töte mich nicht, töte mich nicht. Puh. Geschafft. Los jetzt! Ich komme ja schon, Hermine. Was auch gerade geil war, habt ihr auf die Levelbeschreibungen geachtet? Zuerst hieß es, dass wir Snape aufhalten sollen und jetzt sollen wir jemand anderen aufhalten. Ist auch schön, dass das Spiel, obwohl das noch gar nicht erwähnt wurde, das dann schon so umschreibt. Finde ich super.